Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Donnerstag, den 17. Oktober. Schön, dass du da bist. Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer. So viel. Ich nehme die, die da drauf gefallen ist. Mir sind hier noch welche daneben gefallen. Die nehme ich nicht. Nein, nein. So. Zwei Kelche. Der König der Münzen. Drei Stäbe. Ich möchte gerne mal Karten noch drauflegen, bevor ich anfange zu reden. Es geht definitiv um Partnerschaften, um Beziehungen heute. Und um das Thema positiv sein und optimistisch sein und warten. Zuversichtlich sehen. Manchmal macht es Sinn zu warten, manchmal nicht. Deswegen... Ich brauche ein paar Informationen. Weil die Legung hier sagt, es macht Sinn zu warten hier. Und zuversichtlich zu sein. Sich auszurichten. Vielleicht hast du es mit jemandem zu tun, der sich in der Ferne befindet. Ich nehme das so wahr, dass man hier jemanden vermisst. Was mir ganz stark durchkommt, ist auch diese kreative Energie hier vom König der Münzen. Er hat Bücher neben sich, einen schönen Teppich. Das kommt mir so vor, als hätte er ihn selber gemacht. Dann hat er hier wie einen Pinsel in der Hand und die Münze, als hätte er sie auch mit viel Sorgfalt selber gemacht, als wäre es ein kreativer Mensch. Vielleicht hast du es mit einem kreativen Menschen zu tun. Und jetzt kommt hier die Gitarre. Das ist eine Zusatzkarte in meinem Lennermodell. Und die Karte steht für Hobbys und Kreativität. Und die weibliche Energie. Das ist die männliche Energie. Möglicherweise seid ihr beide kreativ. Beide auf einer Wellenlänge unterwegs, was Ästhetik anbelangt, was Schönheitsempfinden anbelangt, was Kreativität und Hobbys anbelangt, Interessen anbelangt. Das ist so, dass man einfach spürt, dass man zusammenpasst. Ja, dass man nichts erzwingen will, dass man nichts hinbiegen will, was eigentlich verschieden ist, sondern dass sich etwas auf natürliche Weise zusammenfügt. Und das ist auch das, wenn du es mit so einem Menschen zu tun hast, dann darfst du auch optimistisch sein und zuversichtlich. Ja. Die Sterne und das Buch. Definitiv gibt es ja noch Unklarheiten. Sonst käme hier diese Warteenergie nicht. Diese Warte, aber sei zuversichtlich.
Die Sterne stehen für Klarheit und das Buch steht für was Verborgenes. Und ich nehme hier das so wahr, dass etwas Zeit braucht, um sich zu zeigen, um sich zu offenbaren. Möglicherweise braucht auch jemand Zeit, um sich zu zeigen, um sich zu offenbaren, um sich dir zu offenbaren. Oder wenn es hier näher in eine Partnerschaft reingehen soll, hast du es mit einem Menschen zu tun, der Zeit braucht, um sich zu öffnen. Jemand, der sehr skeptisch ist oder sagt, ja, ich bin einfach nicht so ein Mensch, der schnell Verbindungen eingeht und sein Herz auf dem Silbertablett präsentiert und was einem wichtig ist und so. Einmal kannst du das, ich nehme es wirklich so, dass es beide so sind, weil hier verstehen sich zwei Menschen ziemlich gut miteinander und verstehen sich auch intuitiv ohne Worte. Man kann sich in den anderen hineinfühlen. Das kann in der Liebe sein, aber es kann Freundschaft auch sein. Natürlich nehme ich es überwiegend wahr, dass es bei vielen um die Liebe geht. Aber wiederum auch nicht, weil viele machen sich Hoffnungen in der Liebe und gucken 20.000 Orakel an und sind regelrecht auf der Jagd nach Liebesorakeln. Also das trifft wirklich in der Liebe nur auf dich zu, wenn du dich wiedererkennst. In dem, was ich sage, mit diesen spezifischen Energien, Kreativität, Hobby, gemeinsame Interessen. Dass man sich nicht gleich öffnen möchte dem anderen. Dass man vielleicht auch eher geheimnisvoll unterwegs ist und viele Dinge gerne verbirgt, weil man sie einfach für sich behalten möchte, wie ein Schatz bewahren möchte, weil es einem so wichtig ist. Der Anker. Sei zuversichtlich, dieses Buch wird sich öffnen. Das liegt hier schon offen da. Also jemand wird sich dir offenbaren. Oder du wirst dich jemand offenbaren. Ich nehme es beide, wie gesagt, gleich. Ihr tickt gleich. Ihr habt eine gleiche Energie, du und dein Gegenüber. Der Anker steht für den Heimathafen. Das ist so dieses Gefühl, kann ich mich beim anderen zu Hause fühlen oder nicht? Ebenso kann es wirklich dafür stehen, dass ihr beide euch irgendwie auf Distanz befindet. Das kann über den gesamten Erdball sein. Ja, heutzutage ist es ja kein Problem mehr. Hier haben wir noch die Sense. Die Sense haut in den Anker rein. Das ist so festgefahrene Strukturen, etwas Festgefahrenes wird sich plötzlich lösen. Also das lohnt sich hier Geduld zu haben und optimistisch zu sein. Etwas, was festgefahren ist in Bezug auf, ich brauche Zeit, um mich zu öffnen, ich brauche Zeit, um mich einzulassen, um Nähe zuzulassen. Wenn sich hier jemand öffnet, dann ist das plötzlich, dann ist das unerwartet. Das ist das, was die Sense auch immer sagt. Etwas Unerwartetes geschieht. Und die Sense haut in den Anker rein. Also etwas, was festgefahren ist, was stagniert ist. Es wird sich lösen, es wird weitergehen. Also es wird hier wird sich jemand offenbaren. Liebe Seele, sei zuversichtlich, wenn du hier mit in Resonanz gehst. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, gerne bis zum nächsten Orakel. Bye, bye.